Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Channel Bernhards. Heute wollte ich euch wieder in ein DIY-Projekt mitnehmen. Heute wollte ich ein paar Kleider von mir umgestalten. Und zwar habe ich in letzter Zeit mega gerne so Biker-Shorts an, also so Radlerhosen. Und normalerweise hatte ich jetzt einfach so die Baumwoll-Variante. Aber habe mich jetzt vor allem über Pinterest und Instagram ein bisschen inspirieren lassen und gefallen gefunden an diesen Jeans-Radlerhosen. Und anstatt dass ich mir jetzt schon wieder ein neues Pärchen Radlerhosen kaufe, habe ich gefunden, ich nehme einfach alte Jeans von mir, oder eben auch zwei, und schneide die ab. Und ja, tun sie so umstylen. Wenn ihr wissen möchtet, wie das rausgekommen ist und vor allem auch, wie man die Radlerhosen stylen und kombinieren kann, dann bleibt gerne dran. Und für das DIY-Projekt brauchen wir eigentlich nur eine Schere, einen Stift und natürlich ein paar Jeans zum Kürzen. Ich habe mich hier jetzt einmal für die hellblaue Cheap Monday Mom Jeans entschieden. Ich habe eigentlich in diese Jeans fast mehr Hoffnungen gesteckt, weil ich gedacht habe, das kommt dem eigentlich am nächsten, was ich auch so auf Pinterest gesehen habe. Und als zweite Variante habe ich dann eine schwarze Skinny Jeans von Naked genommen. Die war mir ehrlich gesagt unten am Knöchel so eng, dass ich sie so gerne dort einmal aufgeschnitten habe. Und darum reut es mich auch bei dieser gerne nicht, dass ich die ein bisschen kürzen muss. Als nächstes habe ich dann die hellblauen Jeans nochmal angelegt und mit einem wasserfesten Filzstift kennzeichnet, wo ich die Jeans etwas kürzen möchte. Aber als kleiner Tipp, rechnet lieber nochmal ein Stück mehr dazu, weil ich dann schlussendlich mehr abschneiden musste, als ich eigentlich wollte. Und ein bisschen kürzer kann man schlussendlich dann immer noch. Als nächstes legen eure Jeans flach am Boden oder was noch ein bisschen rückenschonender wäre, wenn ihr es einfach auf den Tisch drauflegt. Wichtig ist, dass ihr das wirklich schön glatt drückt, dass es keine Falten gibt. Dann könnt ihr es gerade einschneiden. Ich habe eigentlich geplant, zum eben, wie gesagt, nur ein Stück einschneiden und die Jeans dann abzureißen, weil ich gefunden habe, sie franzt dann ein bisschen schöner aus. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob es am Material gelegen ist oder ob ich gleich ein bisschen schräg geschnitten habe. Schlussendlich ist es durch das Abreißen dann recht schräg geworden, sodass ich schlussendlich dann eben gleich abschneiden musste. Und dann habe ich es einfach von Hand noch ein bisschen ausgefranst. Und nachher probieren wir die Jeans nochmal an, schauen, wie es für euch für Länge stimmt und passen es je nachdem nochmal ein bisschen anpassen. And I
Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat auch das Video wieder gefallen. Wenn ja, lasst uns das gerne unten gerade in den Kommentaren wissen oder lasst uns ein Like da. Und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Never get enough, never get enough, never get enough, never get enough.